Moment, bevor ihr euch F1 23 kauft, solltet ihr einiges darüber wissen. Wie gut ist F1 23 wirklich? Wie gut ist die neue Fahrphysik? Was hat es mit dem neuen Story-Modus auf sich? Und was ist eigentlich dieses F1 World? Und natürlich, welche neuen Strecken sind mit dabei? Und dazu fahren wir gleich mal ein Rennen auf einem dieser brandneuen Kurse, nämlich Las Vegas. Dieses Jahr wird es nämlich auch ein Nachtrennen geben in der Spielerstadt Las Vegas. Und das ist ein ganz typischer Straßenkurs mit engen Banden, mit einer relativ guten Streckenbreite und mit viel Vollgas, das heißt sehr viele Geraden, sehr viel Highspeed jenseits der 340, 350 km/h und auch sehr viele abgehakte Kurven. Und da ist es super wichtig, dass ihr eure Bremspunkte kennt, denn sonst landet ihr ganz schnell in der Bande oder in einer der wenigen Auslaufzonen. Deshalb habe ich auch aktuell hier noch die Ideallinie eingeblendet, weil den Kurs, den habe ich immer noch nicht so ganz drin, obwohl er relativ simpel eigentlich aufgebaut ist. Und man fährt natürlich auch am berühmten Las Vegas Strip entlang, dort wo die ganzen Hotels links und rechts sich aufreihen und mit entsprechenden Werbungen und bunten Lichtern beleuchtet sind. Das ist echt ganz nice, deshalb ist wahrscheinlich Las Vegas auch bei Nacht befahrbar und das hat auf jeden Fall das richtige Feeling. Vom Fahren her finde ich den Kurs jetzt nicht besonders spektakulär. Da finde ich den anderen neuen Kurs viel besser bzw. viel flüssiger zu fahren, zu dem kommen wir aber gleich. Vorher möchte ich euch aber erstmal etwas über die neue Fahrphysik erzählen. Denn ich hatte ein Problem mit F1 22, mit dem Vorgänger. Die Fahrphysik war einfach ja zu schwammig und zu rutschig. Ich hatte echt immer ein Problem, überhaupt sauber ein Rennen zu Ende zu bringen bei F1 22, weil das Auto ein bisschen unberechenbar war und ich konnte quasi nur mit entsprechenden Fahrhilfen relativ sicher fahren. Das Problem war allerdings, mit diesen Fahrhilfen war ich dann allerdings auch langsamer pro Runde. Und das ist natürlich doof, weil dann fahre ich doch lieber ohne Fahrhilfen und versuche dann schneller zu sein. Aber es war einfach frustrierend, dieses Dilemma, das ich da hatte. Das wurde jetzt allerdings erheblich verbessert. F1 23 hat überarbeitete Fahrzeugphysik und auch eine überarbeitete Reifenphysik. Kurzum, ihr habt mehr Grip und es ist auch nachvollziehbarer, was der Wagen macht. Das ist auf der Geraden jetzt nicht so sehr entscheidend, aber bei den Kurven, vor allen Dingen beim Hineinbremsen bei Kurven, habt ihr definitiv mehr Traktion und ihr fühlt besser das Auto. Dasselbe gilt auch beim Herausbeschleunigen. Ihr könnt eben den Grip sehr gut abschätzen, vor allen Dingen mit einem Lenkrad, mit Force Feedback, merkt ihr genau, was der Wagen noch macht oder kann und wo er dann zu rutschen beginnt. Und das Gute ist, der Wagen kündigt das vorher an, dass er ausbricht. Und dann könnt ihr eben entsprechend schnell reagieren drauf. Bei höheren Geschwindigkeiten merkt man dann auch, dass die Aerodynamik greift. Das heißt, der Wagen hat dann mehr Anpressdruck. Also kurzum machen die Wagen wirklich deutlich mehr Spaß als im letzten Jahr. Und das gilt gleichermaßen übrigens für die Formel 1, genauso wie auch für die Formel 2, die auch übrigens wieder mit am Start ist. Ich spiele das Ganze hier gerade übrigens auf der PlayStation 5. Und auf der Konsole gibt es zwei verschiedene Grafikmodi, nämlich Performance und Qualität. Den Qualitätsmodus, den seht ihr hier gerade, der läuft mit doch recht stabilen 60 FPS. Zusätzlich gibt es dann noch den Performance-Modus, der dann mit den 120 Hertz läuft. Und das ist eigentlich auch wie im Vorjahr. Genau wie im letzten Jahr gibt es VR-Unterstützung nur am PC. Am PC wird die Valve Index, die MetaQuest und die HTC Vive unterstützt. Auf der PlayStation gibt es leider keine Unterstützung für PSVR 2. Auch in Sachen Lenkrädern ist das Ganze wie im Vorjahr angelegt. Ich fahre hier mit meinem bewährten Fanatec Podium F1 DD Lenkrad und es wird out of the box direkt vom Spiel unterstützt und ich kann auch alle meine Tasten entsprechend belegen, wie ich sie brauche. Ebenso ist natürlich auch der Lenkrad-Support für andere Hersteller mit am Start. Daneben lässt sich F1 natürlich auch mit dem Controller fahren, denn naja, es gibt natürlich auch viele Einsteiger, die sich vielleicht mal versuchen wollen an F1 und die halt nur einen Controller am Start haben, was ja auch okay ist. Dazu gibt es jetzt übrigens auch einen neuen Modus, der nennt sich Precision Drive, womit ihr quasi noch präziser mit dem Controller fahren könnt. Viel entscheidender finde ich allerdings eben diese neue Fahrphysik, die euch eben besseren Grip vermittelt. Ich sag's gern nochmal. Ich habe kein Setup-Problem. Das Problem ist, dass... Jackson. Jetzt kommen wir zum Story-Modus. Und das ist ein Modus, den gab es im Vorgänger nicht, aber den gab es in F1 2021. Und dort hieß er schon Breaking Point und ergo heißt das Ganze hier Breaking Point 2. Und das ist auch eine Story, die direkt an den Vorgänger anknüpft.
Das heißt, ihr verdient euch Respekt in der Rolle von Aiden Jackson, der in einem fiktiven F1-Team antritt für Connor Motorsport. Und er hat einen Teamkollegen, den fiesen Devin Butler. Der ist halt natürlich einfach der Bösewicht, der alles doof macht und der totale Egoist ist. Und wir müssen halt uns gegen ihn behaupten. Naja, jetzt nicht gerade sehr kreativ, aber whatever. Der Story-Modus ist allerdings, wie ich finde, auch eine nette Einführung ins ganze Spiel. Der dauert ein paar Stunden und hat, glaube ich, 16 Kapitel. Aber hinter diesem Story-Modus stecken eigentlich im Grunde nur Fahrmissionen. Oft werdet ihr einfach in irgendwelche Rennen geschmissen und es heißt, ihr sollt eine bestimmte Position erreichen oder irgendeinen Gegner überholen bis zu einer bestimmten Zeit oder bis zum Rennende. Abgesehen davon sind dann diese ganzen Zwischensequenzen und die Story sehr überdramatisch inszeniert, einfach ein bisschen im Stile von der Netflix-Serie Drive to Survive, wo alles eigentlich irgendein großes Drama ist. Sei es jetzt, dass Fernando Alonso vergessen hat, Milch einzukaufen, oder dass ein Lewis Hamilton zu viele Goldketten trägt, was weiß ich. Ich glaube, eines der Autos ist beschädigt, Sascha. Ich glaube das vom Butler. Oh mein Gott, was für ein Schaden, Stefan. Sie haben Plätze verloren. Unglaublich und komplett unnötig. Ein Auto ist beschädigt und beide sind zurückgefallen. Das ist ja das totale Chaos. Das bringt uns zur F1 World. Das ist die neue Spielzentrale, der neue Spiele-Hub, wo ihr durch alle möglichen Rennen Punkte sammelt und neue Teile und Stufen freischaltet. Es wird auch hier erklärt, worum es hier geht. Ihr erhöht euren Tech-Level, ihr holt euch Upgrades und Ressourcen, ihr macht Lizenzen. Hier gibt es eben auch verschiedene Wettbewerbe, wo ihr diese Punkte sammeln könnt. Und im Grunde verstecken sich dahinter eigentlich Fahrmissionen, wo ihr eben dann Punkte kriegt. Und das Schöne ist, ihr kriegt diese Punkte aber auch einfach durch ganz normale Einzelrennen oder auch selbst durch Zeitfahrten. Mal kriegt ihr dann quasi XP. Und wiederum könnt ihr natürlich eigene Grand Prix auf die Beine stellen und eben die aktuellen Kurse hier anwählen und natürlich auch auf die aktuellen Formel 1 Teams zugreifen. Hier stimmen noch nicht alle Details, das heißt, die Wagen sind noch nicht alle auf dem aktuellsten Stand, beispielsweise die Sidepods am Mercedes fehlen hier. Es sind eher aber Kleinigkeiten, die wahrscheinlich die F1-Profis stören. Ich freue mich ja schon grundsätzlich, dass wir überhaupt die originalen Teams hier mit dabei haben und natürlich auch das fiktive Team, das man selber editieren kann, ist auch dabei. Und entsprechend könnt ihr auch eure Rennwochenenden einstellen, inklusive Training und Qualifying und natürlich auch die Fahrhilfen einstellen. Da ist es auch relativ umfangreich, was ihr wo einstellen könnt und das kommt natürlich vor allen Dingen auch den Einsteigern entgegen. Das Schöne ist übrigens an F1 23, dass es nicht mehr F1 Live gibt. Ihr wisst schon, dieses Wohnzimmer, das ihr hier habt ausstatten können mit irgendwelchen Möbeln und ihr konntet euch irgendwelche depperten Klamotten kaufen, das ist jetzt nicht mehr dabei. Stattdessen ist man im Hauptmenü einfach nur der coole Dude, der in der Ecke steht und so tut, als würde er wichtige Nachrichten am Handy checken. Und ob jetzt diese neue F1-Welt wirklich eine Verbesserung ist, ich weiß nicht so recht. Das Menü ist halt jetzt komplett anders und ihr kriegt halt jetzt XP für alles Mögliche. Wenn euch das motiviert, dann ist es cool. Ansonsten ist es halt eine Neuerung, die man ignorieren kann. Lohnt sich das Update? Welchen Content gibt es denn jetzt eigentlich insgesamt? Ihr habt natürlich wiederum alle Strecken und alle Daten der aktuellen Formel 1 Saison am Start. Insgesamt sind 26 Kurse hier mit integriert. Das heißt, ihr habt hier echt viel zu tun. Und wir schauen uns hier auch gleich den zweiten neuen Kurs an, nämlich den Kurs in Katar. Das ist eben wiederum ein Nachtrennen. Das ist ein Kurs, der mich ein wenig an Bahrain erinnert. Allerdings mit einer interessanteren Streckenführung. Es gibt hier sehr viele schöne, wie soll ich sagen, langgezogene Kurven, wo ihr eine gute Linie braucht. Aber wenn ihr die meistert, da könnt ihr da richtig gut durchheizen. Und es macht echt Fun, die zu fahren. Optisch ist die eher nichts. Naja, es ist halt eine Strecke in der Wüste, komplett flach und alles künstlich erbaut worden. Aber whatever, Hauptsache es fährt sich gescheit und es macht mir persönlich auch mehr Spaß als ein Las Vegas. Ich habe ja erwähnt, dass es 26 Kurse gibt. Das ist natürlich mehr als in der aktuellen Formel 1 Saison enthalten sind. Es gibt ein paar Bonusstrecken, nämlich den Shanghai International Circuit, den Paul Ricard Kurs und das Autodromo Algarve. Das haben sie zusätzlich noch rein als Bonus. Viel mehr weitere Boni gibt es eigentlich nicht. Neu mit dabei in F1 23 sind rote Flaggen, das heißt Rennabbruch. Wir hatten ja schon seit Jahren die Einführung vom Safety Car bei gefährlichen Situationen, aber jetzt kann es eben sein, wenn zu viel auf der Strecke passiert,
dass das Rennen abgeblasen wird, erstmal rote Flagge und dann später wieder neu gestartet wird. Ebenso neu ist, dass ihr Rennen auf 35% Länge fahren könnt. Vorher ging es ja mit 25%, mit 50% oder eben auch das volle Rennen. Es gibt übrigens auch viel alten Content, also viel bisherigen Content, was super wichtig ist, wie ich finde, denn es ist natürlich wieder so, dass ihr eine eigene Fahrerkarriere starten könnt gegen das reale Formel 1 Fahrerfeld. Genauso könnt ihr wieder eine My Team Karriere starten, wo ihr euer eigenes Rennteam habt, wo ihr euer eigenes Team aufbaut, wo ihr aber auch selber fahrt. Und das ist, glaube ich, auch mit der größte Zeitfresser, den ihr in F1 haben könnt. Ihr habt euer eigenes Rennteam und ihr versucht einfach an die Weltspitze zu kommen. Zudem gibt es übrigens auch einen Zwei-Spieler-Modus wiederum und auch eine Karriere für zwei Spieler. Lohnt sich F1 23? Zunächst mal das Positive. Das Fahrverhalten ist richtig, richtig gut. Es macht richtig Fun, die F1-Rennen zu fahren und vor allen Dingen für mich persönlich macht es viel mehr Spaß, jetzt endlich mal wieder Formel 1 zu fahren. Den Spaß habe ich letztes Jahr ein wenig verloren, ganz ehrlich. Insgesamt finde ich aber eher, dass F1 23 zu wenig Neuerungen hat, weil es ist eher so eine Art, wie soll ich das sagen, Pflichterfüllung vom Entwickler, dass sie das diesjährige Formel 1 raushauen. Ihr habt wieder die ganzen Standardmodi, die schon immer drin sind, die erwarte ich auch, dass die drin sind, also vor allen Dingen die Team- und die Fahrerkarriere. Und dieses neue Menüsystem mit der F1 World ist eher so okay, es ist immer noch besser als das F1 Live aus dem Vorjahr. Wenn ihr euch also für die aktuelle Saison interessiert und eigentlich auch schon lange kein F1-Spiel mehr angefasst habt, dann ja, das ist empfehlenswert. Könnt ihr euch kaufen. Problematisch ist natürlich immer, das zu empfehlen für Leute, die den Vorgänger schon gespielt haben und sich überlegen, brauche ich jetzt das wirklich? Also wenn ihr euch schon da diese Frage stellt, dann würde ich sagen, nein, lohnt sich eigentlich nicht, weil wie gesagt, ihr habt eigentlich kaum mehr Inhalt. Und ihr könnt eigentlich auch mit dem letztjährigen Inhalt immer noch weiterfahren. Auch wenn ich sagen muss, das Fahrverhalten ist da erheblich schlechter. Was mir halt fehlt, ist der extra Content. Ich meckere das bei jedem F1, glaube ich, an. Es gibt beispielsweise eben keine klassischen Kurse, keine klassischen Wagen, wo man quasi vielleicht auch parallel mal eine alte Meisterschaft fahren kann. Sei es jetzt aus den 80ern oder 60er Jahren, was bestimmt sehr, sehr reizvoll wäre. Vor allen Dingen, wo man dann wirklich die Unterschiede sieht zu einer modernen Formel 1. Aber ich denke, der Entwickler hat einfach keine Zeit dazu. Der muss jährlich das neue Update raushauen. Nichtsdestotrotz ist natürlich F1 23 ein sehr, sehr gutes Rennspiel. Und es ist technisch auch auf der Höhe. Natürlich lässt sich da einiges noch mehr rausholen oder verbessern, aber nichtsdestotrotz, es läuft stabil. Hoffentlich läuft das auch online okay, weil das wäre jetzt für mich noch das große Fragezeichen. Aber ich denke, da werden Fans definitiv ihren Spaß haben. In diesem Sinne, meine lieben Leute, gute Fahrt!